Normalerweise wäre jetzt hier ein Riesenaufruhr. Hier würde ein roter Teppich liegen. Die Top-Riege der Automobilindustrie würde in Scharen in diese Halle hineinströmen. Und es würde gleich die feierliche Preisverleihung der Best Cars 2022 beginnen. Eine der wichtigsten und größten Automobilwahlen der Welt. Normalerweise. Aber eben nicht zu Corona-Zeiten. Wir können es alle schon nicht mehr hören. Aber dieses fiese kleine Virus soll uns nicht davon abhalten, den verdienten Preisträgern der Best Cars-Wahl 2022 ihre Pokale zukommen zu lassen. Nur machen wir es dieses Jahr mal andersrum. Oder, Jörg? Ja, wir machen es ein klein bisschen anders. Das Virus lässt es nicht zu. Wir können es nicht verantworten, hier eine große Veranstaltung zu machen. Aber unsere begehrten Preise müssen natürlich trotzdem zu den Preisträgern. Und ich habe da auch schon eine Idee. Und ich denke, okay. Du machst dich auf einen Roadtrip. Ja. Lieferst dir ab. Das klingt gut. Schöne Grüße aus Stuttgart und von Automotorensport. Roadtrips sind schwer. Und ab dafür. Ja, also Roadtrip finde ich klasse. Wir sind ja auch ein Automobilmagazin. Und da werde ich mich jetzt auf die Reise begeben. Die Preise wiegen auch sehr schwer, aber da sind auch sehr, sehr viele Stimmen hinten dran. Und ich kann das nicht alleine machen. Ich brauche da kompetente Hilfe bei der Übergabe von Preisen. Die Chefredaktion von Auto, Motor und Sport. Und ihr wisst schon, das wird gut. Ja, das ist eine Menge zu schleppen an Pokalen. Dürfen jetzt auch nicht runterfallen, das wäre blöd. Und wenn ich sage Roadtrip, dann meine ich nicht nur quer durch Deutschland, sondern ganz Europa. Denn es gibt ja bei dieser Wahl eine Gesamtwertung und eine Importwertung. Und jetzt brauche ich Hilfe. Und da steht auch schon meine kompetente Unterstützung. Chefredaktion von Automotor und Sport, Michael Pfeiffer, Birgit Priemer und Jochen Knecht. Ich freue mich sehr, dass ihr mir helft. Und wenn ihr mir jetzt gleich bei den Pokalen helft, fände ich das auch super. So, gib mal. Bitteschön. So, sehr schön. Wunderbar, wir machen einen schönen Roadtrip. Jeder hat seine Reiseroute. Noch wollen wir ja nicht verraten, wo es genau hingeht, aber so ungefähr. Norddeutschland. Jochen. Norddeutschland? Ganz weit weg. In die entgegengesetzte Richtung, Süddeutschland. Okay, Michael? Ich fahre über die Alpen. Auch nicht schlecht. Bisschen nach Italien. Auch nicht schlecht. Ja, und ich verrate es einfach noch nicht. Aber ich freue mich drauf. Es wird gut, um mit dem guten alten Auto die Preise zu den Best Cars 2022 zu übergeben. Dann würde ich sagen, los geht's. Los geht's. Okay. Jo. Best Cars 2022. Auch dieses Jahr stellen sich wieder viele Modelle der Wahl zu den besten Autos. Genau sind es 386 Modelle in 12 Kategorien. 24 Preise sind es insgesamt. Denn nicht nur in der Gesamtwertung werden Gewinner gesucht, auch in der wichtigen Importwertung wählen die Leser, User und Zuschauer von Automotor und Sport ihren Favoriten. 2022 werden erstmals auch die kleinen SUVs in einer eigenen Kategorie ausgezeichnet. Ingolstadt, Bayern. Birgit übergibt zwei Preise für rasante Ringträger. Ich habe ja gesagt, ich fahre als allererstes nach Süddeutschland. Und jetzt bin ich in Ingolstadt angekommen, in der Auslieferungshalle von Audi. Und da freue ich mich, dass ich hier bei mir begrüßen darf Oliver Hoffmann. Er ist Mitglied des Vorstandes der Audi AG, verantwortlich für den Geschäftsbereich technische Entwicklung. Und Herr Hoffmann, Sie haben gleich zweimal gewonnen hier heutzutage. Ich freue mich, Ihnen den Pokal überreichen zu dürfen. Einmal für die Kategorie kleine SUVs und Crossover. Da haben Sie gewonnen mit dem Audi Q2. Und auch in der heiß begehrten Kategorie der kompakten SUVs und Geländewagen mit dem Audi Q4. Ganz herzlichen Glückwunsch von meiner Seite hier, der Pokal für Sie. Vielen Dank. Herr Hoffmann, was bedeutet so ein Sieg für Sie? Erstmal, Frau Priemer, herzlich willkommen hier in Ingolstadt. Wir freuen uns extrem über die Auszeichnung, vor allen Dingen in dem wirklich sehr umkämpften Kompaktsegment. Gleich zweimal Siegerfahrzeuge bedeutet uns bei Audi viel und freuen wir uns sehr drüber. Was macht denn so das Besondere dieser beiden Modelle aus? Ja, mit dem Q2 haben wir uns natürlich ein ganz neues Segment erschlossen mit einem sehr progressiven Design, mit tollen digitalen Angeboten. Das macht den Q2 gerade bei unseren jungen Käufern extrem attraktiv. Ja, und mit dem Q4 e-tron haben wir uns natürlich das elektrische Kompaktsegment erschlossen. Das ist der Einstieg in die Premium-Elektromobilität hier bei uns bei Audi. Und wir freuen uns sehr, dass er jetzt schon ein Siegertyp ist und vor allen Dingen auch bei den Kunden extrem gut ankommt. Ja, also herzlichen Glückwunsch ans ganze Team. Machen Sie es gut, Herr Hoffmann. Vielen Dank. Zurück zu Alex, der im BMW i4 unterwegs ist. Ich habe es ja schon erwähnt, die Wahl zu den Best Cars
ist eine der größten und wichtigsten Autowahlen der Welt. Aber nicht nur das, sie ist auch sehr traditionsreich und sie ist unglaublich informativ. Jetzt gucken wir uns erstmal das Thema Tradition an. Die Wahl gibt es schon seit 1976. Damals noch nicht englisch benannt, sondern sie hieß einfach noch Wahl zu den besten Autos. Und in diesen 46 Jahren seit 1976 haben über 4,7 Millionen Menschen bei dieser Wahl teilgenommen, haben ihre Meinung, ihre Stimme abgegeben. Das heißt, pro Jahr über 100.000 Menschen. 2022 haben wieder über 100.000 Menschen an der Wahl teilgenommen und eben nicht nur Journalisten oder spezielle Fachleute, also nur so eine ausgewählte Jury, sondern es ist eine demokratische Wahl. Kann jeder teilnehmen, ja, kann seine Stimme abgeben, seine Meinung zu bestimmten Marken hinschreiben und am Schluss natürlich auch tolle Autos gewinnen. Ja, 3 tolle Autos und in einem von denen sitze ich ja hier, in dem BMW i4 M50. Wolfsburg, Niedersachsen. Hier ist Volkswagen zu Hause. Jochen übergibt die Preise für 2 kleine Klassiker. Ich bin heute in Wolfsburg im legendären Markenhochhaus von Volkswagen und dort wartet auf mich der Klaus Zellmer. Der ist Vorstand für Marketing, Vertrieb und Aftersales und der hat gleich doppelt Grund zur Freude. Volkswagen stellt nämlich gleich 2 Kategoriesieger. Bei den Minicars ist es der VW Up und eine Kategorie drüber parkt auch schon der VW Polo. Die Best Cars Trophäe, die habe ich jetzt dabei und die kriegt der Klaus Zellmer jetzt von mir. Herr Zellmer, ein Sieg für Volkswagen in gleich 2 Klassen. Den Preis dafür habe ich hier und natürlich interessiert mich so ein Sieg und gleich mit 2 volumenstarken Modellen. Was bedeutet das für die Marke Volkswagen, aber auch für Sie? Also in erster Linie löst Freude aus. Wir stehen im Wettbewerb um die Gunst von Kundinnen und Kunden im Markt. Und wenn man 2 Siege einfährt, dann hat man einiges richtig gemacht. So wollen wir es weitermachen. Wir wollten weiterhin auf die Stimmen unserer Kundinnen und Kunden hören und hoffentlich weitere Siege dann einfahren. Was erwartet uns denn noch in diesem Jahr von Volkswagen an neuen Autos, aber vielleicht nicht nur Autos? Ja, Sie sprechen es an. Ja. In den Startlöchern steht der ID5, unser SUV-batterieelektrisches Fahrzeug als Coupé. Das ist ein tolles Auto. Ich freue mich schon, wenn wir den dann im Straßenverkehr auch erblicken können. Aber natürlich, Sie sagen, es sind nicht nur Autos. Die Software, die prägt natürlich sehr stark unser Geschäft im Moment. Updates bei den bestehenden Fahrzeugen, aber auch rückwärts in die Fahrzeuge hinein, bei den IDs, beim Golf 8. Und nach vorne geschaut natürlich auch, Software dominiert im Moment sehr stark alles, was unsere Kunden in den Fahrzeugen zunehmend spüren. Herr Zellmer, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Brühl, Nordrhein-Westfalen. Michael übergibt den Preis für eine flache Französin. Ich bin hier im schönen Brühl, im Rheinland, wolkenverhangen. Aber hier treffe ich den Herrn Markus Siebrecht, den Vorstandsvorsitzenden der Renault Deutschland. Und der bekommt von mir den ersten Preis in der Kategorie Sportwagen-Importwertung für die Alpine. Herr Siebrecht! Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz, zum Sieger, Kategorie Sportwagen, Importwertung, Alpine A110. Hier Ihr Preis. Vielen herzlichen Dank. Da freuen wir uns sehr drüber. Wie ist es für Sie persönlich so? Für mich persönlich ist es eine Begeisterung und ich teile das natürlich und nehme den Preis sehr, sehr gerne entgegen im Namen der Marke Alpine und des ganzen Alpine-Teams. Deshalb freuen wir uns und wenn Ihre Leser bei der Automotor Sport das genauso sehen wie wir und diese Begeisterung teilen, freuen wir uns umso mehr. Sehr schön. Ja, jetzt macht man ja nicht so eine Wiederbelebung von einer Traditionsmarke wie Alpine, gibt es ja seit gut 4 Jahren wieder, um nur ein einziges Auto auf den Markt zu bringen. Was dürfen denn unsere Leser von Alpine noch erwarten dieses Jahr oder vielleicht auch die Folgejahre? Also das ist völlig richtig. Man macht das natürlich nicht nur für ein Produkt. Das ist quasi der Kern der Marke Alpine. Und da haben wir 3 schon jetzt Varianten. Einmal die normale Alpine A110. Dann haben wir die A110 GT, also die etwas luxuriöser und etwas komfortablere Variante. Und wir haben die A110S, die sehr sportliche Variante, bis zu 300 PS. Und wir kriegen dieses Jahr neue Trims, neue Ausstattungsvarianten dazu. Für dieses Jahr 2022. Wir dürfen aber, und das kann ich Ihnen vertraulich und Ihren Lesern schon sagen, in den nächsten Jahren weitere Varianten von Alpine-Fahrzeugen kriegen.
voll elektrisch und natürlich auch nicht nur in der rein sportlichen Variante, sondern wirklich auch in anderen Segmenten. Und da freuen wir uns sehr drauf. Ja, da freuen wir uns natürlich und ich denke, das wird schon klappen. Dankeschön. Das hoffe ich auch. Ganz, ganz vielen Dank. Frankfurt am Main, Hessen. Alex zeichnet gleich zwei italienische Seriensieger aus. Ich bin jetzt hier in Frankfurt, in der Klassikstadt. Tolle Location für alte Autos. Aber die Preise, die ich jetzt überreiche, gehen an zwei moderne, italienische, sehr emotionale Autos. Alfa Romeo Giulia und Abarth 595. Herzlichen Glückwunsch, Herr Saravia, für den ersten Platz in der Kategorie Importwertung für die Giulia. Ein sehr emotionales Auto, sehr beliebt. Und ich mache jetzt mal eine Covid-konforme Preisübergabe. Vorsicht, darf nicht runterfallen. Pokal wäre mir da fast egal, das Auto wäre da wichtiger. Was bedeutet der Preis für Sie? Vielen, vielen Dank. Wir sind sehr, sehr stolz auf diesen erneuten Erfolg für die Marke. Die Alfa Romeo Giulia hat in den letzten 6 Jahren 5-mal ihre Kategorie bei Best Cars gewonnen. Praktisch seit der Einführung ist die Giulia in ihrem direkten Wettbewerbsumfeld die Nummer 1 bei den Lesern von Auto, Motor und Sport. Das zeigt den hohen Stellenwert der Marke Alfa Romeo bei den deutschen Autofans. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei den Lesern bedanken. Ich habe schon gesagt, die Giulia ist ein hochemotionales Auto. Deswegen wird sie ja nicht nur von den Alfisti sehr geliebt. Und die sind natürlich gespannt drauf, was es mit der neuen Giulia auf sich hat. Aber soweit ich weiß, dürfen sie darüber noch nicht reden, weil die wird erst vorgestellt. Aber was dürfen denn die Alfa-Fans insgesamt an neuen, spannenden Produkten erwarten? Dieses Jahr haben wir ein ganz besonderes Highlight. Der neue Alfa Romeo Tonale. Dieses Modell ist ein wichtiger Meilenstein unserer Marke, denn mit ihm beginnt für Alfa Romeo das Kapitel der elektrifizierten Fahrzeuge. Und wie jeder Alfa Romeo ist das Design super. Und ich kann Ihnen auch versprechen, das Fahrzeug fährt sich klasse. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin auch noch gespannt, ob der Tonale, auch wenn er elektrisch ein bisschen leiser fährt, in seiner Klasse emotional den Ton angibt. Ich freue mich drauf. Preise überbringe ich am liebsten. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der Kategorie Importwertung. Minicars für den Abarth 595. So, bitteschön. Dankeschön. Schön vorsichtig, damit die kleine Knutschkugel nicht getroffen wird. Jetzt ist der Abarth ja wirklich ein alter Bekannter auf dem Siegerpodest in dieser Klasse. Was bedeutet das für Sie? Ich könnte jetzt sagen, dasselbe wie die letzten 6 Mal, aber mal Spaß beiseite. Das macht mich wirklich stolz, jetzt zum 7. Mal diese Bestätigung, also für das Auto, für das Team, für das, was wir hier in Deutschland machen, dass wir so gut ankommen bei den Lesern von Auto, Motor, Sport. Das ist wirklich eine tolle Überraschung. Es freut mich sehr. Ich sage ja immer, die Auto, Motor und Sportleser haben Geschmack und das Auto auf den ersten Platz gewählt. Aber die sind natürlich auch daran interessiert, wie sich Abarth weiterentwickelt. Fiat 500e ist ja schon rein elektrisch. Und da ist natürlich folgerichtig auch eigentlich der Weg, dass der Abarth in Zukunft rein elektrisch wird. Was können wir da erwarten? Was passiert noch in der nächsten Zeit? Was passiert erstmal in jetzt näherer Zukunft, ist, dass wir momentan die Produktpalette komplett überarbeiten, damit wir unseren Kunden noch ein besseres Angebot für das tolle Auto machen können. Dann dürfen Sie gespannt sein auf das, was schon Tradition von der Marke ist, die Sondermodelle. Da haben wir auch dieses Jahr wieder einige tolle im Köcher für die Scorpion-Fans. Aber jetzt zurück zu Ihrer spannenden, interessanten Frage. Dann kann ich Ihnen soweit sagen, dass die Marke Abarth 2024 voll elektrisch sein wird. Okay, das heißt, wir kriegen da so eine kleine Knutschkugel mit richtig Dampf, ein bisschen leiser, wobei der Sound ja hier schon dazugehört, aber ich bin trotzdem wirklich sehr gespannt, wie ein rein elektrischer Abarth sich fahren wird. Lassen sich da überraschen, was die sich da ausgedacht haben. Stuttgart, Baden-Württemberg. Birgit mit 4 Preisen für 4 Stuttgarter Sterne. Heute hatte ich echt eine kurze Anreise. Ich bin jetzt bei Mercedes und hier gibt es richtig viele Preise abzuliefern. C-Klasse, S-Klasse, G-Klasse und die V-Klasse, die haben alle ihre Kategorien gewonnen.
Jetzt bin ich bei Britta Seeger, im Mercedes-Vorstand verantwortlich für den Vertrieb. Frau Seeger, Sie haben so viele Preise gewonnen, stellvertretend. Ganz herzlichen Glückwunsch dieses Jahr. Frau Bremer, wir freuen uns riesig. Vielen herzlichen Dank, aber ganz besonders natürlich Ihren Lesern. Auch die G-Klasse, großer Erfolg. Auch davon erwarten wir eine elektrische Variante. Haben Sie da nicht so ein bisschen Angst um den Mythos dieses Modells? In keinster Weise. Wir haben ja unsere Studie gezeigt. Und allein darüber haben wir schon so viel Faszination für den elektrischen Mythos der G-Klasse schaffen können, dass ich absolut zuversichtlich bin, die Gene der G-Klasse auch in die elektrische Welt transportieren zu können. Also nochmal ganz herzlichen Glückwunsch auch von unseren Lesern. Viel Erfolg weiterhin. Vielen herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zur Kategorie der Vans. Und da hat gewonnen die Mercedes V-Klasse zusammen mit dem EQV, der elektrisch angetriebenen Version. Und da sage ich ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Klaus Rehkugler. Er leitet den Vertrieb Mercedes-Benz Vans. Herr Rehkugler, ganz herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Unsere Zuschauer, unsere Leser sind immer total neugierig. Auf was können die sich in ihrem Bereich noch freuen in nächster Zeit? Ja, wir haben spannende Dinge, die dieses Jahr vor uns liegen. Zunächst mal im ersten Halbjahr dieses Jahr werden wir die T-Klasse auf den Markt bekommen. Später dann folgt der EQT, die vollelektrische Variante der T-Klasse und damit auch die Möglichkeit, ein kompaktes Fahrzeug mit viel Raum zu verbinden mit lokal emissionsfreiem Fahren. Super, ganz herzlichen Glückwunsch ans ganze Team. Vielen Dank. Zurück zu Alex, der einen besonderen Termin hat. In der Auto-, Motor- und Sportzentrale. Ich laufe jetzt hier in den Gängen der Motorpresse Stuttgart und da hinten im Eckbüro, da wartet Markus Eiberger. Der ist nicht nur Geschäftsbereichsleiter, sondern der ist auch der Herr über die Daten bei der Motorpresse Stuttgart. Und wenn ich Daten sage, speziell Daten bei der Wahl zu den Best Cars, dann rede ich von einer Strecke von 30 Kilometern. Ausgedruckte DIN A4-Blätter, eng bedruckt, mit all den Daten, die bisher erhoben worden sind. Eine unglaubliche Menge mit sehr vielen spannenden Informationen. Und darüber muss ich jetzt mit Markus reden. Hallo Markus. Alex, herzlich willkommen in der Best Cars Datenstube. Ja, die Stube der wahnsinnigen Zahlen, will ich fast sagen. Denn ich habe es draußen schon erklärt. Es ist unglaublich, welche Datenmengen da bisher erhoben worden sind. Und jetzt ist es natürlich auch spannend, mal zu erfahren, wie werden diese Daten erhoben? Wie ist die Methodik dahinter? Vielleicht kannst du ein bisschen was zu erklären. Das mache ich sehr gerne. Bekannt sind die Best Cars ja quasi über die Modellwahl. Das ist auch wirklich die Basis, sage ich mal, die Wahl unserer Leser und User ihrer Modellfavoriten. Trotzdem, wenn ich ganz ehrlich bin, das Herzstück der Best Cars ist eigentlich für uns die Erhebung der Markenimages und auch vieler Zusatzfragen zu topaktuellen Themen wie Connectivity, E-Mobilität und so weiter. Wir können ja mal so eine Karte einfach mal nehmen. Genau. Lass uns gerade mal auf das Image-Thema mal schauen. Und hier sehen wir unsere schöne Postkarte. Online sieht die übrigens genauso aus. Und was unsere Methodik von vielem unterscheidet, was die Automobilindustrie selbst macht, wir fragen nie direkt nach einer Marke A oder einer Marke B, sondern wir geben Image-Kriterien vor. Die seht ihr hier, die Image-Kriterien. Und dann müssen die Teilnehmer die Marken diesen Kriterien zuordnen. Es gibt zwei Sachen, die ich daran besonders beeindruckend finde. Zum einen ist es einfach die schiere Zahl der Menschen, die daran teilnehmen. Autoaffine Menschen natürlich, aber über 100.000, das ist eine Meinungsbildung, das ist gigantisch. Zeig einfach mal, was gibt's denn? Gehen wir mal rein. Best Cars Marken-Images. Vielleicht noch ein Satz vorab zur Zielgruppe. Denn Automotorensport hat ja Leser und User, die extrem technologieoffen sind. Und ich glaube, es zeigen auch diese Daten. Wer hätte das vor 5 Jahren gedacht, dass 61% der Best Cars Teilnehmer sich in den nächsten 5 Jahren vorstellen können, ein E-Auto zu kaufen? Vor 5 Jahren undenkbar. 56% finden es faszinierend. Finden E-Motoren faszinierend. Was also natürlich auch noch heißt, dass 44% es noch nie so faszinierend finden. Also ist noch gespalten. Ja, lass uns mal reingehen. Eine meiner Lieblingsfragen ist, die Marke im Trendfrage. Welche Automarken sind Ihrer Meinung nach momentan im Trend? Okay, bevor du damit anfängst. Letztes Jahr war, glaube ich, Tesla Nummer 1 bei den Marken. Absolut im Trend. Korrekt. Echter Experte. Okay, Alex, was die Daten betrifft. Okay. Und das sind die Daten in diesem Jahr. Und wir sehen Tesla von 1 auf 4 zurückgefallen. Mit immer noch 2 Prozentpunkten. Immer noch guter eine tolle Platz. Zahl. Ja. 70% Nennungsniveau, gute Zahl. Aber BMW plus 8 Punkte heißt BMW. Erstmals seit 2013 liegt BMW in dieser Frage wieder auf Platz 1 in der Trendhaftigkeit der Marke. Sie haben aber auch viel gemacht, da muss man schon sagen. Sie sind auch im Elektroautobereich mit dem iX, mit dem i4 dieses Jahr nochmal vorgeprescht. Es ist was passiert. Und das sieht man tatsächlich in den Daten, denn E-Mobilität ist sicherlich ein Thema. Mercedes auf Platz 2 plus 4 Prozentpunkte und auch Porsche plus 2 Punkte. Das zeigt schon, dass E-Mobilität in die Trendhaftigkeit offensichtlich sehr deutlich einbezahlt. Mhm.
Gut, ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, Tesla liegt immer noch sehr gut, hat ein bisschen verloren. Vielleicht auch deswegen, weil die anderen dieses Jahr noch mal nachgelegt haben. Aber ich sehe da eine Zahl, da muss ich jetzt zweimal hingucken. Am liebsten würde ich die Brille nehmen, ob es wirklich stimmt. Kannst du machen, ändert sich aber nichts am Ergebnis, denn es sind nach wie vor 17 Prozentpunkte. Das heißt, die Marke Cupra legt um 17 Prozentpunkte zum Vorjahr zu. Wir hatten im Vorjahr Cupra erstmals in der Erhebung drin, ist ja noch eine neue, junge Marke. Und 65% ist natürlich total beeindruckend, vor allem vor der Marke VW und vor Skoda. München, Bayern. Birgit übergibt die Preise für zwei sportliche Spanier. Ich bin jetzt an einer besonders coolen Location, der Cupra Garage am Odeonsplatz in München. Und da überreiche ich gleich zwei Preise. Einmal erster Platz für den Cupra Born in der Importwertung Kompakte und der erste Preis für den Cupra Formentor in der Importwertung für die kompakten SUV. Und jetzt sage ich herzlichen Glückwunsch an Wayne Griffith als Vorstandsvorsitzender von Seat und Cupra zu diesen zwei tollen Siegen. Was bedeutet Ihnen das? Also erstmal vielen, vielen, vielen Dank. Das bedeutet uns sehr viel, dass wir gleich für zwei Fahrzeuge Preise kriegen. Das, glaube ich, beweist, dass eigentlich mit dem Erfolg von Cupra Formentor, der jetzt schon seit längerem da ist eigentlich, dass das kein One-Hit-Wonder war. Und jetzt, dass wir auch für den Cupra Born auch einen Preis von den Automotorsport-Lesern kriegen, das begeistert uns, das motiviert uns, weiterzumachen. Wie haben Sie das geschafft, Cupra so schnell, so erfolgreich zu etablieren? Ja, eigentlich haben wir einfach gemacht. Wir haben nicht gefragt. Wir haben einfach gemacht. Wir waren überzeugt, dass es einen Platz in dem Markt gibt zwischen dem klassischen Massensegment und Premiumsegment. Und wir sahen auch in dieser Transformation vom Verbrenner Richtung Elektro die Möglichkeit, neue Marken zu etablieren. Also diese Transformation erlaubt das und unterstützt das und zeitgleich auch, glaube ich, diese neue Generation an Kunden, die neue Marken suchen, die andere Marken fahren wollen als ihre Eltern oder Großeltern. Und Marken, die nicht Premium, Prestige, Heritage-Marken, sondern Marken, die Werte haben von heute und jetzt. Klasse. Dann nochmal ganz herzlichen Glückwunsch auch ans ganze Team. Vielen Dank, Wayne Griffiths. Herzlichen Dank. Markus und Alex mit interessanten Fakten zu einem deutschen Sportwagen-Klassiker. Okay, was gibt's noch? Erstmals in der Best-Cars-Image-Erhebung überhaupt liegt Porsche im Eigenimage, also auf Basis Fahrradmarke, auf Platz 1. Hatten Sie bisher nicht geschafft. Die anderen fanden es, also der Rest der Aktionsteilnehmer fand Porsche noch attraktiver als die eigenen Fahrer. Ja, sie waren tatsächlich bei allen Aktionsteilnehmern die letzten drei Jahre vorn. Bei Marke käme in Frage, sind sie es auch gewohnt, auf Platz 1 zu stehen. Aber dass man jetzt einen Dreifach-Design-Triumph quasi in Zuffenhausen feiern darf, hatten wir in 32 Jahren Imageforschung tatsächlich noch nie. Stuttgart, Baden-Württemberg. Alex mitten in Zuffenhausen mit zwei Preisen für Stuttgarter Sportwagen. Wo bin ich? Das ist unschwer zu erkennen. Stuttgart-Zuffenhausen bei Porsche. Hier links ist übrigens das Porsche-Museum. Kann ich nur empfehlen. Und ich werde hier zwei Preise übergeben. Nämlich in den Kategorien Cabrio und Sportwagen. Und die hat beides mal der 911er gewonnen. Ist quasi ein Seriensieger. Und die Preise wird übernehmen der Vorstandsvorsitzende von Porsche, Oliver Blume. Da ist der Pokal. Streng genommen sind es ja zwei, denn der 911er hat ja in zwei Kategorien gewonnen. Cabrio und Sportwagen. Und deshalb herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Sieg. Wie fühlt sich das denn an? Ich meine, der 911er ist ja so eine Art Seriensieger. Man hat fast das Gefühl, ja, jährlich grüßt der Pokal. Oder ist das schon noch was ganz Besonderes? Ja, wir freuen uns ganz besonders darüber. Und wir müssen uns jedes Jahr von Neuem anstrengen, dass der 911er da bleibt, wo er ist. Der 911er ist eine Ikone, steht wie kein anderes Fahrzeug für unsere Marke, für den Mythos Porsche. Und wir freuen uns ganz besonders über das Feedback der Automotor- und Sportleser, die ein sehr fachkundiges Publikum sind. Wie ist denn bei einem so hochemotionalen Produkt wie dem 911er, seinem Boxermotor mit dem Sound, haben wir das in Zukunft auch noch oder geht es da auch noch viel mehr im Bereich nachhaltiger Antriebe? Der 911er ist Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir haben dort ein sehr ehrgeiziges Ziel. Porsche möchte bis 2030 bilanziell CO2-neutral sein. Und beim 911er denken wir auch über Hybridisierung nach. Das wird kein Plug-in-Hybrid sein, sondern eher ein sehr sportlicher Hybrid, wie wir ihn aus dem Motorsport kennen. Und darüber hinaus investieren wir in synthetische Kraftstoffe
mit denen es uns dann gelingen wird, auch den neuen Elfer nahezu CO2-neutral zu fahren, sodass es dann auch für den neuen Elfer eine nachhaltige Perspektive gibt. Also Emotionalität ist uns auch in Zukunft garantiert. Das klingt gut. So werden wir weitermachen. Vielen Dank. Gerne. Markus und Alex beschäftigen sich jetzt mit einer echten Erfolgsgeschichte. Hier habe ich ein imposantes Beispiel mitgebracht und das ist die Marke Hyundai. Ihr seht hier mal einfach die Daten links quasi, die wir in der Ersterhebung im Jahr 1994 für Hyundai erhoben haben. 28 Jahre. Und daneben die top aktuellen Daten 2022. Und das ist verdammt beeindruckend. Das heißt, in allen Imagekriterien Turbo-Zuwachs. Und die Krone hier zeigt im Prinzip, dass wir in diesem Jahr auch einige Bestwerte für Hyundai wieder verzeichnen können. Und damals so ein Langzeittrend, der einfach zeigt, dass dieser Erfolg, dieser Image-Erfolg der Marke auf mehreren Faktoren basiert. Es sind drei Treiberkriterien. Es ist das Aussehen, Styling, es ist das fortschrittliche Technik und es ist inzwischen wirklich schon eine mitführende Position beim Thema baut umweltverträgliche Autos. Also wirklich ein schöner Erfolg für die Marke. Ist auch ein sehr spannendes Chart, weil man einfach sieht, es reicht eben nicht, einfach nur ein Auto hübscher zu machen. Ja, das ist ein Aspekt. Aber wenn du es schaffst, die Technik zu verbessern, das Auto zudem attraktiver zu machen und, was heutzutage natürlich unglaublich wichtig ist, umweltverträgliche Autos zu bauen, dann kommst du mit deiner Marke nach oben. Ja. Finde ich schön. In der Tat. Schönes Chart. Schöner Dreiklang. Ja. Sehr gelungen. Offenbach, Hessen. Michael übergibt den Preis für einen futuristischen Familientransporter. Ich bin jetzt in Offenbach bei Hyundai Motor Deutschland und da treffe ich den Geschäftsführer Jürgen Keller. Weil der bekommt den ersten Preis für den Hyundai Staria, Sieger in der Importwertung Vans. Herr Keller, herzlichen Glückwunsch. Ich darf Ihnen den ersten Preis geben für die Importwertung Vans. Der Hyundai Staria hat gewonnen. Dankeschön, vielen Dank. Sehr schön. Was bedeutet es für Sie persönlich, hier zu gewinnen bei Automotor und Sport Best Cars? Ja, wir von Hyundai in Deutschland sind extrem stolz, dass wir diesen Preis gewonnen haben. Wir sind überhaupt das allererste Mal auf dem Treppchen und dann gleich ganz oben. Diese Wertung gewonnen zu haben, ist für uns ganz, ganz wichtig. Und wir bedanken uns vor allem bei den Lesern. Denn das ist etwas ganz Besonderes, bei einer Leserwahl zu gewinnen. Da sind wir richtig stolz. Der wird einen richtigen Ehrenplatz bei uns bekommen. Was uns auffällt, ist das bestechende Design. Sieht man auch beim Staria, der ja ganz besonders gestaltet ist. Woher kommt es, dass Hyundai sich so im Design so dermaßen positiv entwickelt? Ja, ich würde sagen, der Konzern Hyundai ist da sehr mutig. Man geht seinen Weg sehr konsequent. Und ich denke, gestartet wurde das alles so ein bisschen mit dem Peter Schreier, der ja das Design von Hyundai sehr lange verantwortet hat und hier ganz neue Wege für den Konzern gegangen ist. Und man hat eben den Mut, das konsequent weiter fortzuführen. Es ist im Endeffekt ein Teamwork. Es ist ein Teamwork zwischen den verschiedenen Regionen der Welt. Und gerade der Staria ist ein solches Produkt, wo man ganz klar sagen muss, das Designteam hat hier einen tollen Job gemacht. Okay, super, danke schön. Viel Erfolg dann damit. Dankeschön. Markus und Alex schauen als nächstes auf die Werte von Tesla. Ja, was habe ich noch dabei? Tesla, hier haben wir die Marke. Erstmals übrigens flächendeckend bei Best Cars erhoben, ebenso wie Polestar. Und was man sieht, ist natürlich, gerade angesprochen, echt ein starkes Eigenimage der Marke. Das heißt, bei fortschrittlicher Technik baut umweltverträgliche Autos Turbo-Werte, auch die Markensympathie extrem ausgeprägt. Also im Prinzip machen die wirklich einen guten Job. Ja, man sieht es auch mal im Vergleich zum Beispiel hier zum Markenimage von BMW, ja, einer traditionellen Premium-Marke. Klar wird BMW bei Verarbeitungsqualität, Zuverlässigkeit besser eingeschätzt. Aber bei Technik und Umweltverträglichkeit ist da schon eine Lücke zu Tesla da. Wobei man ganz klar nochmal sagen muss, es ist jetzt, sind jetzt Fahrer der Marke. Die haben natürlich normalerweise auch ein besonders positives Ansehen. Wenn man mehr in die Breite geht, wie BMW bei seiner Marke, ist aber auch schon eine größere Diversifizierung bei den Meinungen das zu vorhanden. Alex, du bist mal einen Chart voraus, denn genau das sehen wir hier. Das ist nämlich das Imageprofil von Tesla auf Basis aller Aktionsteilnehmer. Oh. Und du siehst, Premium-Niveau ist eigentlich nur bei bautumweltverträglichen Autos. Und das können wir uns anschauen, wenn jetzt BMW wieder reinläuft. Dann siehst du natürlich, dass Tesla hier in der breiten Masse noch einen weiten Weg vor sich hat. Und das ist das Schöne an Best Cars. Ja, wir können wirklich auf unterschiedlichster Zielgruppenbasis tolle Daten generieren, dank unserer engagierten Leser und User, in hohem Maße auch Kaufplaner, Meinungsbildner, das heißt Entscheidungsbeeinflusser auch für andere. Und das macht unsere Daten so wertvoll und sorgt für diese hohe Akzeptanz. München, Bayern, die Heimat von BMW.
Jochen übergibt gleich zwei Preise für Münchner Modelle und einen Preis für einen echten Engländer. Der Bestcars-Pokal und ich, wir haben uns heute auf den Weg gemacht nach München. Dort wartet BMW-Vertriebsvorstand Peter Notha auf mich und der hat gleich dreifachen Grund zur Freude. Denn die BMW Group hat sich drei erste Plätze gesichert. Zum einen mit dem Mini, eine Kategorie drüber parkt das BMW 2er Coupé und in der prestigeträchtigen oberen Mittelklasse, da gewinnt der BMW 5er. Und dafür gibt es jetzt den Preis. Herr Notha, herzlichen Glückwunsch zu drei ersten Plätzen bei Best Cars. Stellvertretend gibt es heute nur einen Pokal. So ein Dreifachsieg, was bedeutet das für Sie bei BMW? Ja, wir freuen uns natürlich sehr, dass wir gleich drei Gewinner hier stehen haben. Und es zeigt natürlich auch die Stärke von unserem ganzen Modellportfolio. Also die Palette ist stark, das sehen wir an unseren Absatzzahlen weltweit. Und wir freuen uns natürlich, dass die Leserinnen und Leser von der Automotor und Sport das genauso sehen. Ah, da spricht der echte Vertriebsprofi. So ist das. Sie haben ja mit dem BMW i4 und dem iX dieses Jahr schon starke Statements in Sachen Elektromobilität gesetzt. Was können wir denn 2022 noch erwarten von BMW? Na, insgesamt natürlich i4 und die iX, die starten jetzt gerade. Wir haben sehr, sehr gute Auftragseingänge, sehr viele Aufträge schon unterschrieben. Und zusätzlich kommen noch zwei sehr attraktive Fahrzeuge dazu, vollelektrische dieses Jahr. Also der iX1, also der vollelektrische X1, sehr wichtiges Produkt auch hier für den deutschen Markt insbesondere. Und absolut, um das noch zu toppen, unser Flagship. Schiff, der 7er, kommt auch voll elektrisch, also der i7. Und der wird absolut neue Maßstäbe setzen. Da freuen wir uns drauf. Dankeschön, Herr Notha. Bitte, sehr gerne. Wahnsinn, was für verrückte Zeiten. Die Zuschauer direkt an der Rennstrecke. Komplett offene Rennwagen, mittendrin Paul Pietsch, Formel-1-Fahrer und Unternehmer. Und das ist übrigens sein Original-Rennanzug. Leinen und Baumwolle, da willst du kein Feuerzeug dran halten. Aber ohne Paul Pietsch stünden wir jetzt nicht hier. Da gibt es kein Automotor und Sport. Es gibt keinen Best Cars, weil er hat die Motorpresse Stuttgart, hat Automotor und Sport gegründet. Und deshalb ist ein ganz besonderer Technikpreis nach ihm benannt, der Paul Pietsch Award. Und was dahinter steckt, das erklären jetzt seine Nachkommen, Patricia Scholten und Peter Paul Pietsch. Vielen Dank, Alex Bloch. Das tun wir natürlich sehr, sehr gerne, denn wir sind sehr stolz, dass dieser Preis nach unserem Vater benannt ist, dem es auch zeitlebens sehr wichtig war, den Fortschritt im Automobilbau zu fördern. Und so hat bereits 1989 Automotor und Sport zum ersten Mal diesen Preis ausgelobt und bis heute ist er jedes Jahr wieder vergeben worden, und zwar für Innovationen herausragende Konzepte im Automobilbau. Ja, und in diesem Jahr haben wir eine ganz besondere Situation. Der Preisträger in diesem Jahr ist ein guter Nachbar hier in Stuttgart und hat dementsprechend eine sehr kurze Anreise. Der Preis selbst wird aber für eine Innovation vergeben, die eine sehr lange Anreise möglich machen würde. Eine Anreise deutlich über 600 Kilometer und das rein elektrisch und ohne nachzuladen. Der Preis geht in diesem Jahr an den Mercedes EQS. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich Markus Schäfer, Entwicklungsvorstand von Mercedes. Und einen ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem erneuten Gewinn der Paul Pietsch Trophäe des Paul Pietsch Awards. Ja, liebe Frau Scholten, lieber Herr Pietsch, vielen Dank für die Einladung für heute. Und auch für die ganz, ganz große Anerkennung mit diesem renommierten Preis, über den wir uns sehr freuen. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Glückwunsch zur Titelverteidigung. Das haben wir hier noch nie gehabt, dass ein Hersteller zweimal hintereinander diesen Preis gewinnt. Und deswegen meine Frage an Sie, was bedeutet für Sie der Paul Pietsch Award? Ja, wie gesagt, eine ganz, ganz große Anerkennung für das Mercedes-Team und das erfüllt uns mit Stolz. Die Früchte unserer Arbeit sind hier erkennbar und was haben wir hier gemacht? Wir haben Automobilbau neu definiert mit einer elektrischen Plattform, mit dem EQS, dem elektrischen Flagship
Flaggschiff von Mercedes-Benz. 784 Kilometer elektrische Reichweite, das ist rekordverdächtig. 600 Kilometer reale Reichweite plus. Der Herr Bloch hat das erfahren können und das macht uns stolz. Und das ist ein wichtiger Schritt, um Elektromobilität wirklich für die Breite zur Verfügung zu stellen. Herr Schäfer, zweimal hintereinander gewonnen. Automotorensport titelt aktuell auf der aktuellen Ausgabe Mercedes auf Angriff. Es scheint also, als ob bei Ihnen wirklich unter Volllast vorangegangen wird, was das Thema Elektromobilität angeht. Was dürfen wir erwarten in diesem Jahr? Ja, Mercedes hat immer für Innovation gestanden in der Vergangenheit. Das liegt in den Genen unserer Ingenieure seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und so wollen wir auch in die Zukunft gehen. In eine digitale Zukunft, in eine Zukunft, die emissionsfrei und elektrisch wird. Und dazu ist die EV2-Plattform, unser EQS, natürlich ein Vorreiter hier. Aber wir wollen weiterspringen. Wir haben Anfang dieses Jahres den EQXX vorgestellt. Und dort reden wir von 1000 Kilometer Reichweite mit allerhöchster Effizienz. Auch darauf kommt es an. Ein möglicher Titelaspirant natürlich für das nächste Jahr. Vielen Dank, lieber Herr Schäfer. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Wir überreichen Ihnen gerne dieses Zertifikat für den ersten Platz bei den Palpitch Awards 2022 für die tolle Leistung, die Sie mit Ihrem Team zusammen hier vorgestellt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Peach. Gebe ich gerne an mein Team weiter. Vielen Dank für die Anerkennung. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Glückwunsch und vielleicht bis zum nächsten Jahr. Wir würden uns freuen. Alex ist wieder auf Tour. Ich bin hier gerade unterwegs im Kia EV6. Das ist ja eines der drei Autos, die man gewinnen konnte. Und wir müssen uns mal über die Klassen unterhalten. Denn es gibt bei den Best Cars 12 verschiedene Autoklassen. Und die Autoklassen sind natürlich auch etwas ein Abbild des automobilen Zeitgeists. Wenn wir in das Jahr 1976 zurückgehen, als die ersten besten Autos gewählt wurden, gab es damals natürlich schon Klassen wie Kleinwagen oder wie Mittelklasse oder wie Sportwagen. Aber inzwischen gibt es eben 12. Und ich versuche sie mal alle zusammenzukriegen. Das sind die Minicars, die Kleinwagen, die Kompaktklasse, die Mittelklasse, die obere Mittelklasse, die Luxusklasse, die Sportwagen, die Vans, die Cabrios und, jetzt wird es eben sehr interessant und zeitgeistig, drei verschiedene SUV-Klassen. SUV klein, kompakt und groß. Und weil die SUV halt heutzutage so wichtig sind, immerhin gehen über ein Viertel der Verkäufe inzwischen zu den SUV bei den Neuwagen, gibt es eben auch drei Klassen. Und weil man nie so genau weiß, was der automobile Zeitgeist in Zukunft anstellt, kann es also auch sein, dass wir in ein paar Jahren vielleicht wieder ein paar andere Klassen sehen oder andere Klassen wieder wegfallen. Für mich geht es jetzt jedenfalls sicher zur nächsten Preisverleihung. Bensheim Hessen, die Deutschlandzentrale von Suzuki. Und Alex hat den Preis für einen kleinen Kraxler im Gepäck. Und jetzt darf ich den Preis in der Kategorie kleine SUV Importwertung übergeben. Und zwar an ein Auto, das ich auch persönlich ziemlich süß finde. Den Suzuki Jimny. Mr. Yamashita, it's an honor for me to hand over the award for the winner in the small size SUV segment import cars, the Suzuki Jimny. Congratulations, Mr. Yamashita. It's quite heavy, the trophy. Thank you very much. It is an honor to receive, you know, such great awards. Thank you very much. As you can see, our readers love the Jimny, its cuteness. It's a very useful car. So what does this award mean for you? This award, is kind of a, you know, strong energy or passion for us to proceed our, you know, future study. Yeah. Okay. But most of all, that's the most important question. We will see some Jimneys, new Jimneys in the future again? Yeah, I hope so. That's good. München, Bayern. Michael übergibt den Preis für einen edlen Engländer. Jetzt bin ich in München und man sieht hier ein Bentley nach dem anderen. Bentley gewinnt die Luxusklasse und ich werde jetzt Dr. Matthias Rabe,
den Entwicklungsvorstand von Bentley treffen und ihm den ersten Preis geben. Ja, Herr Rabe, herzlichen Glückwunsch. Ich darf Ihnen diesen ersten Preis übergeben. Vielen Dank. 100.000 Leser haben gewählt, den Bentley Continental GT auf den ersten Platz Luxusklasse Importwertung. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Herr Pfeiffer. Was bedeutet das für Sie persönlich? Ja, also für uns bei Bentley, aber auch natürlich für mich ist dieser Preis sehr wichtig, ja, weil das ist ein ganz besonderer Preis. Einmal, weil er natürlich durch Sie überreicht wird, durch Automotorsport. Zum anderen zeigt er aber auch, dass wir mit den Autos auf dem richtigen Weg sind. Ja? Und das ist, ich kann nur sagen, der Bentley Continental ist ein fantastisches Auto. Es ist ein Auto als klassischer Grand Tourisme. Das heißt, man kann sehr gut lange Strecken fahren, man kann komfortabel fahren, man kann sportlich fahren. Das Auto steht für Craftsmanship, es steht für tolles Design. Und von daher freut es mich, dass die Leser letztendlich das bestätigt haben. Das ist von daher eine sehr große Freude für uns. Sehr schön. Was dürfen denn unsere Leser von Bentley noch erwarten? Weil momentan läuft es ja gut. Sie haben ja ordentliches Plus in den Zulassungszahlen. Was kommt denn so die nächsten Jahre? Ich kann nur sagen, es bleibt spannend. Ja, wir sind voll auf dem Gas. Da werden sehr, sehr schöne Autos kommen. Es wird die nächsten Jahre weitergehen mit sehr faszinierenden Fahrzeugen. Es wird zum Teil auch weitere Hybridvarianten geben. Und dann sind wir dabei, natürlich auch stärker in die elektrische Welt reinzugehen. Also wir sind vor der größten Produktoffensive oder gestalten gerade die größte Produktoffensive, die Bentley jemals hatte. Also von daher bleibt es spannend und ich kann sagen, das wären tolle Autos, die für Bentley stehen, die für die Verarbeitung stehen, für Craftsmanship, aber auch für Freude am Fahren. Und das werden sehr, sehr schöne Autos sein, die da kommen. Wir sind gespannt. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Ja, kurze Unterbrechung meines Roadtrips durch die Republik. Wir haben ja gesagt, wir reisen von Nord- und Süddeutschland. Wir sind aber auch im Ausland unterwegs. Das eine Mal hat es Corona-bedingt nicht geklappt. Ich begrüße deshalb jetzt hier in einer Art Videoschaltung bei mir Thomas Schäfer. Er ist der Vorstandsvorsitzende von Skoda Auto. Und Herr Schäfer, erstmal herzlich willkommen hier in dieser Live-Schaltung. Und die gute Nachricht vorweg, wir begrüßen Sie als Gewinner in der Kategorie Importwertung Kompaktwagen. Die haben Sie gewonnen mit dem Skoda Octavia. Ich finde, das ist aller Ehren wert. Super, der Pokal ist schon bei Ihnen. Ganz herzlichen Glückwunsch von Seiten der Redaktion. Ja, vielen Dank, Frau Prima. Freut uns total. Ja, das wäre meine Anschlussfrage. Was bedeutet Ihnen so ein Sieg? Ja, wir freuen uns natürlich wahnsinnig drüber, weil das dieses Jahr das 10. Mal schon ist, dass der Octavia diesen Preis gewonnen hat. Und da darf ich mich ganz herzlich bedanken bei den Leserinnen und Lesern, weil das einfach für uns ein ganz starkes Signal ist. Und Octavia ist das Fahrzeug, was am meisten produziert wird, was unseren Erfolg ausmacht. Gerade in Deutschland, jeder 6. Octavia geht nach Deutschland, ist für uns ein ganz wichtiges Modell. Und dass unsere Kunden und Kundinnen das so wertschätzen, das finden wir natürlich super. Klasse, das freut uns auch. Jetzt wandelt ja Skoda auch sehr, sehr stark auf den Spuren des nachhaltigen Antriebes. Was dürfen denn unsere Leser, unsere Zuschauer da in Zukunft erwarten, was den Octavia angeht? Ja, der Octavia ist ja auch direkt mit Plug-in-Hybrid verfügbar, ne? Und 40% der Plug-in-Hybride gehen auch nach Deutschland. Wir wollen natürlich das ganze Thema Elektrifizierung noch stärker vorantreiben. Ne? Deswegen nach der Enyaq-Familie, die wir jetzt ja sauber an den Start gebracht haben, kommen noch 3 weitere elektrische Modelle, die wir da nachlegen. Und wir glauben, dass wir so 50-70% bis 2030 auch im elektrischen Markt vertreten sein werden. Wir werden natürlich auch den Octavia dabei eine besondere Rolle zukommen lassen. Von unserer Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch ans ganze Team für diesen Erfolg. Machen Sie es gut und bleiben Sie bitte gesund. Besten Dank, Frau Bremer. Sie auch. Zurück zu Alex, der im Mini Cooper SE unterwegs ist. Aber wieso soll ich denn an der Wahl überhaupt teilnehmen? Das dauert ja schließlich bis zu 20 Minuten, um die sehr detaillierten Wahlzettel auszufüllen. Dafür gibt es eine Menge guter Gründe. Man kann mal richtig seine Meinung über Autos und Marken kundtun. Das ist schon mal klasse. Man kann tolle Autos gewinnen, hier der Mini Cooper SE oder BMW i4 M50, 544 PS oder ein Kia EV6, alles tolle Autos. Und dafür lohnt es sich mal, 20 Minuten zu investieren. Und wenn ich mich an meine Jugend erinnere, dann habe ich damals mit 12, 13 Jahren, Teenager, schon Automotor und Sport gelesen. Klar konnte ich noch kein Auto fahren, aber ich konnte schon mal davon träumen und auch davon träumen, dass ich bei dieser Wahl eines der tollen Autos gewinne.
habe ich nie geschafft und heute darf ich nicht mehr teilnehmen, weil ich Mitarbeiter der Motorpresse Stuttgart bin. Aber es gibt eben drei glückliche Menschen, die die Autos gewonnen haben. Und damit herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner dieser wirklich schönen Autos. Der BMW i4 M50 geht an Gerrit de Grac. Den Kia EV6 hat Alexander Kraft gewonnen. Und den Mini Cooper SE fährt bald Konstantin Wüst. Italien, Sant'Agata Bolognese, die Heimat von Lamborghini. Und Michael hat den Preis für einen sportlichen SUV mitgebracht. Wir sind hier in Italien, genau genommen Sant'Agata Bolognese. Und hier ist Lamborghini seit 59 Jahren. Ich darf dem Chef von Lamborghini, Stefan Winkelmann, den ersten Preis überreichen. Große SUVs für den Urus. Herr Winkelmann, herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis für den Lamborghini Urus. Klasse, große SUVs, Importwertung. Vielen Dank. Danke. Gut 100.000 Leser haben dieses Auto gewählt auf den ersten Platz. Was bedeutet das für Sie persönlich? Weil Sie sind doch irgendwie, glaube ich, der Schöpfer des Urus, wenn ich es richtig weiß. Ja, zusammen mit der Mannschaft. Da lassen Sie mich sagen, das ist natürlich ein toller Preis, weil für uns ist der deutsche Markt ein sehr wichtiger. Und wenn die Kunden und die Fans uns schätzen und das auch praktisch zum Ausdruck bringt, dann ist das natürlich ein toller Beweis für dieses Fahrzeug. Was dürfen denn unsere Leserinnen und Leser noch erwarten von Lamborghini in den nächsten 12 Monaten oder auch in den nächsten Jahren? Weil die Elektrifizierung schreitet ja fort und Lamborghini steht ja bis heute für großvolumige Saugmotoren. Also das Jahr 2022 ist das letzte Jahr, wo wir praktisch nur Verbrenner vorstellen werden. Und wir werden zwei Derivate von dem Huracan vorstellen und wir werden das erste Facelift von dem Urus haben. In den Jahren 23 und 24 werden wir dann unsere gesamte Modellpalette hybridisieren. Erst der Nachfolger vom Aventador, da wird es nicht nur eine Batterie geben und einen Plug-in-Hybrid, sondern auch einen brandneuen V12-Motor. Und dann im Jahr 2024 wird der Urus hybridisiert und dann gibt es den Nachfolger von dem Huracan auch als Plug-in-Hybriden. Okay, vielen Dank. Bitteschön. Ich danke. Leverkusen, Nordrhein-Westfalen. Alex übergibt den Preis an einen rassigen Roadster. Ja, hier steht's auf der Trophäe: Sieger Mazda MX-5 Cabrios Importwertung. Und genau diesen Preis übergebe ich jetzt an den Geschäftsführer Mazda Deutschland, Bernhard Kaplan. Dann sage ich mal herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der Importwertung. Kategorie Cabrios für den Mazda MX-5. Ein Seriensieger in der Klasse. Ich übergebe mal den Pokal. Dankeschön. Wie fühlt sich das an, so ein Seriensieger im Programm zu haben? Ja, sehr gut natürlich, fantastisch. Danke an Sie, danke an die Leserinnen und Leser, die das Auto gewählt haben. Wie gesagt, zum vierten Mal vorne dran bei den Cabrios im Importbereich. Freut uns natürlich sehr. Herzlichen Dank vom Mazda-Team in Deutschland. Tolle Sache. Ich sag mal so, über 100.000 Leser können sich nicht irren. Und die stellen sich natürlich auch die Frage, wie es denn weitergeht in Zukunft mit dem MX-5. Es ist ein bezahlbarer Traumwagen. Jetzt noch mit einem schönen, hochdrehenden Vierzylindermotor drin. Schön leicht. Aber die Elektrifizierung geht ja auch an Mazda nicht vorbei. Können wir da in Zukunft was erwarten? Ich habe die Frage erwartet, weil in dem Thema liegt natürlich sehr viel Fantasie. MX-5 ist Mazda und Mazda ist MX-5. Also ich denke, wir werden schauen, wie wir das Thema in die Zukunft führen. Klar ist natürlich schon, dass die Ingenieure in Hiroshima viel Wert darauf legen, dass das ein Roadster bleibt, der leicht ist, der beweglich ist, wo man wirklich eine Verbindung mit der Straße hat, unser typisches Jimba-Itai-Fahrgefühl. Also da ist Fantasie in dem Thema, aber kann ich Ihnen heute schon sagen, wie der nächste MX-5 sein wird? Nein, leider noch nicht. Ich bin gespannt. Für mich ist vor allem wichtig, dass das Auto, egal was er von Antrieb bekommt, schön leicht bleibt und genauso agil, wie er es jetzt schon ist. Also davon können wir ausgehen. Zurück in Stuttgart. Jochen mit einer Übergabe des Preises der anderen Art. Tesla gewinnt mit dem Model S in der oberen Mittelklasse die Importwertung. Herzlichen Glückwunsch. Aber Tesla ist eben halt auch so ganz anders als alle anderen Autohersteller. Und das merkt man auch an der Kommunikation. Leider war es Tesla nämlich nicht möglich, jemanden aufzutreiben, der autorisiert gewesen wäre, die passende Trophäe in Empfang zu nehmen. Und dann machen wir es halt auch ganz anders. Dann kriegt Elon Musk
das gute Stück eben per Post. Adresse stimmt, dann kann ich ja zur Poststelle. Alle Preise sind verliehen. Alle Preisüberbringer wieder in Stuttgart. Also ich fahre gerne Auto und deshalb fand ich den Roadtrip richtig klasse. Wie war es bei euch? Ja, mir hat super Spaß gemacht, aber nicht alleine wegen des Autofahrens, sondern weil man auch die Menschen einfach wieder getroffen hat. Ja, bei mir war es auch super. Mal wieder über die Alpen fahren, mal wieder Schnee auf der Straße, tollen Fisch gegessen, perfekt. Aber natürlich war das schön, aber nächstes Jahr machen wir es bitte wieder hier im ICS und dann dürfen unsere Gäste reisen. Oh ja. Yeah.